so, das ist um die 9:30 morgens, kurz nach 9:30 vielleicht schon. Eben ist mit einem Heidenlärm die Krähenmannschaft und die Dohlenmannschaft abgedampft. Das ist auf einmal wie leer gefegt da unten. Bis jetzt war alles schwarz. Aber ich habe, als ich hier raufging und für die Kleinen hier so in den Futterbäumen das Futter hingepackt habe, den Bussard durch die Äste fliegen sehen. Ich konnte ihn leider natürlich wieder nicht filmen, weil die Äste dazwischen waren. Ah, die Sonne ist wunderbar. Man merkt, dass es warm wird heute. Die haben frühlingshafte Temperaturen vorausgesagt für die nächste Woche, ab heute so. Das ist auch deutlich zu merken. Ich bin ziemlich früh los, so kurz vor 8 sozusagen mit dem Sonnenaufgang. Das war aber noch kalt bei uns heute Nacht. Es war so eine leichte Eisschicht über den Pfützen und auf den Wiesen. Das ist jetzt bestimmt aber schon wieder aufgetaut, weil die Sonne ist wirklich schon warm. Und wenn man sich überlegt, dass ich letztes Wochenende hier noch bei mehr als minus 10 Grad und bei Schnee und Eis gesessen habe, haben wir jetzt einen Unterschied von 20 Grad innerhalb einer Woche. Aber das Frühling wird, erzählen mir die Vögel ja schon eine ganze Weile, und auch die Haselnusssträucher hatten schon Pollen ausgefahren. Also, das soll bis zu 15 Grad geben bei uns in den nächsten Tagen. Ich bin mal gespannt, ob die Rasselbande gleich wieder zurückkommt, weil eigentlich ist es relativ ruhig noch. Und ein bisschen was findet sich da bestimmt noch. Heute Morgen hatten wir knapp über 0 Grad, so zwischen 0 und 5 Grad. Aber jetzt geht es schon Richtung 10, das kann man merken. Ich habe nur so ein bisschen Probleme mit dem Südostwind. Der ist doch noch ganz schön kühl. Aber sonst wird das heute ein warmer Tag. Und die nächsten auch. Kraniche waren zu hören. Ich glaube, ich habe die auch auf den Aufnahmen mit drauf. Man sieht auch mal in weiter Ferne welche fliegen. Es sind auch ein Haufen Reiher auf der Wiese gewesen heute. Mal sehen, was ich noch so einfangen kann heute. Ich bin bestimmt noch eine Weile draußen. Ich habe mir genug zu trinken mitgenommen und einen Apfel und so. Also ich halte es gut aus. Da trudeln sie langsam wieder ein. Aber das meiste haben die auch schon abgeräumt. Der große Ansturm ist ja schon vorbei. Ich war noch nicht weggegangen. Die sehen das ja schon, wenn ich meine Sachen zusammenräume. Da sind sie schon da gewesen heute. Ich hätte hinfassen können. Also das Zutrauen zu mir wird immer größer. Die sind zwar immer noch also reserviert, ja. Wir Menschen haben echt kein Stein im Brett bei schwarzen Vögeln. Ja. Ist so. Aber bei mir kommen die schon echt ziemlich nah. Ich hatte auch ein Pärchen direkt hinter mir. Ich habe versucht, das einzufangen. Ich muss erst mal schauen, ob die Aufnahmen was geworden sind. Aber die waren direkt da am Gatter. Und wie gesagt, ich packte gerade noch alles wieder zusammen. Da kamen die dann schon in die Mitte. Ich habe bloß nicht die Kamera genommen, um sie nicht zu verscheuchen. Ich denke, ich werde eventuell noch Gelegenheit bekommen, das mal richtig zu filmen. Aber das war echt. Dann bin ich mit Fahrrad da heute seit langem mal wieder. Und das hat sie auch nicht gestört. Also die wissen genau, was zu mir gehört und was nicht. Ich habe das Fahrrad gedreht und auf dem Trampelpfad wieder rausgeschoben. Da waren die schon dabei, die ganze andere Hälfte abzuräumen. Also das kann sich da unten nur noch um Reste handeln.
was ja gut ist, bevor hier der große Freizeitpark eröffnet wird, sollten die ja fertig sein. Das war der Sinn, warum ich so früh los bin. Das wird wohl auch gelingen. Hier rundum ist noch nicht so viel. Die warten wohl drauf, dass ich in die Mitte gehe. Aber ich hatte das eigentlich noch nicht vor. Ich wollte noch ein Teechen trinken und einen Apfel essen. Naja. So, für mich ist jetzt tatsächlich Ende angesagt. Wind aus Süd. Ganz schön hart. Der ist noch nicht so schön. Aber man merkt deutlich, dass das Wetter frühlingshaft wird. Also ich bin jetzt schon zig Stunden hier draußen. Und für heute ist auch gut. Ich konnte schon wieder mit dem Fahrrad fahren. Wenn man bedenkt, dass vor ein paar Tagen noch eisglatt war, ist das ja wirklich sagenhaft. Die Kleinen haben wohl so gut wie alle Reste aufgefuttert. Da brauche ich mir keine Gedanken mehr machen, dass irgendwas übrig ist. Ich verabschiede mich jetzt von der kleinen Rasselbande und drehe den Heimweg an. Und freue mich auf den Montag, wo 15 Grad angekündigt sind. Da halte ich es bestimmt noch einen Ticken länger aus, aber jetzt fröstelt mich. Ich muss mich dringend richtig bewegen. Naja, es war wieder mal ein toller Tag. Und also Richtung 10 Grad haben wir bestimmt, trotz Wind. Sonne kommt nicht ganz durch, immer nur ein bisschen. Beinahe hätte sie sich den Apfelkrebs geholt. Hat sich nicht getraut, weil sie gemerkt hat, dass ich gucke.
Und ich sage für dieses Mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.